Name krasse Katja. Das würde bedeuten, die springen wahrscheinlich über Hakonen, ne? Ich denke Hakonen mal eher, dass sie und deswegen auch auf Deutsch geschrieben haben, weil die uns auf Koms hören. Na, glaube ich nicht. Ich glaube eher, die haben gesehen, was für eine Crop wir sind. Kann auch sein. Die warfen gerade alle raus. Ich weiß nicht, die waren schon alle zum Date zumindest. Muss mal sehen, ob ich da rankomme. Ich habe hier so eine Eos und eine Ishtar auf dem Scan. Auch das, was wir wollt ihr dann auch auf die Imitus-Türme, die das Zyno aufgemacht hat, soweit die raus sind? Nein. Lass das mal bitte mit dem Kram, weil wir haben vielleicht eher eine Eos und eine Ishtar, die wir killen können. Alles da. Weil unser Hunter hat gerade gesagt, er pirscht sich da vielleicht gerade an was ran. Ja, also wenn da nicht so ein komisches Ding dazwischen wäre, so eine komische Push-Haltefolie Space. Mal gucken, ob da eine Frischhaltefolie ist. Meinst du, die haben da eine Frischhaltefolie? Ja. Hast du schon gefunden, die Frischhaltefolie? Kacktower. Geht kacken mit eurem Kacktower hier. Ach, die Jungs schießen uns das doch bestimmt kurz weg. Jo, komm, wir machen Zyno auf und lassen die Carrier raufspringen. Katja hat ein bisschen Connection-Probleme, kann das sein? Ne, das war jetzt das Game. Oh, okay. Socket closed sozusagen. Die haben gerade eine Herr rumgegrillt hier am Date. Dick gealfert. Hast wieder ein Fleet-Invite von mir bekommen? Warte, kurz den Namen lesen, ne? Ja, du bist der Einzige, der nicht lila war und einen blauen, also einen weißen Stern und blauen Grund hatte. Dann dachte ich mir, könnte Katja sein, lade ich mal ein. Ah ja, ich fliege hier immer solo rum. Ich trau dir das sogar zu. Hat. Na gut. Die sitzen verteilt auf zwei Posse. Scheiße. Auf zwei Posten. Na, dann komm einfach zurück. Dann gehen wir jetzt in eine andere Region. Wie sieht's denn eigentlich mit den anderen Wurmlöchern aus, Jungs? Wir sind dabei. Dauert halt ein bisschen. Ist ja, halt ist nicht so leicht. Also, dass den Ausgang, den ich gefunden habe, beziehungsweise das eine Wurmloch war ja eh bald platt. Da bin ich gar nicht erst weiter rangegangen. Da war dann zweites Wurmloch. Ins Wurmloch, ins Wurmloch, ins Wurmloch, ins Highsec. Oh. Und ja, jetzt gucke ich gerade im Wurmloch, ob es vielleicht noch ein Wurmloch gibt. Du guckst im Wurmloch nach einem Wurmloch, das vielleicht zu einem anderen Wurmloch führt, das rausgeht. Das, genau. Ich bin gerade nach oben rein, ne? Mit so einer Ares und eine Saber und eine Atom passen auf das Zynoschiff auf. Wie gesagt, ich glaube, die springen hier über Obe, machen die einen Regionswechsel nach Hakonen rüber. Wahrscheinlich, ja. Weil das sind zwei extrem lange Jumps, dadurch kannst du natürlich richtig viel sparen. Zwei Streamers stehen auch noch oben beim Zyno jetzt. Mehr Jump Fatigue. Wie viele Zuschauer haben wir eigentlich? Hallo, liebe Zuschauer. Was auf dem Stream? 5. Ich habe den aber auch eingestellt, dass der für Kinder nicht geeignet ist. Wer weiß, was eh für Schmuddel. Herbster ist now offline. Also, so, Blasen so. Ist ja schon gefallen. Mach doch mal deine 81 Meldungen weg. Schäm dich, Björn. 81 Meldungen? Also haben wir nur 4, er guckt selber. Sind es nur noch 4? Wie viele von uns Fall gucken noch? Also ich bin auf jeden Fall am gucken gerade. Dann siehst du das nochmal, was vor 5 Minuten passiert ist. Wow. Ich denke vor einer Stunde. So, Leute,
Dann versammeln wir uns mal am Wurmloch. Woppen wir das Wurmloch auf 10 Kilometer an. Black Ops nicht so spaßig, ne? Hier stehen noch zwei Stimitas rum. Hier. Ares, Imtus und Saber. Okay, eine Stimmi nur noch. Oben noch auf 0 oder was war auf 10. Okay. Ja, ich sag mal, die Blacks können ja auf 0. Jo. Wie weit ist nur unser Hunter von uns weg? Ich bin jetzt in TGC. T-GC. Wie viel Sprung hast du noch? Ein paar. Bist du euch? Mhm. Ich würde 5-6 schätzen. Ich könnte uns jetzt ein Unglück geben, wenn jetzt das Black Ops durch irgendwen durchwurft, ne? P3 aus, ne? Sind eh alle D-Club. Ich hab bin ich auch auf 10 geworbt. Springt von P3 aus, oder? Wir springen von P3 jetzt durchs Wurmloch, ja. Wir lassen aber auf der anderen Seite vom Wurmloch dir, Wurmloch dir einen Bomber, dass du denn, dass wir dich denn durchs Wurmloch bringen. Und die anderen gehen jetzt durchs Wurmloch durch, nach P3. Die Black Ops jumpen mal einfach so in eine beliebige Richtung mit einem Micro-Jump Drive. Und die anderen gucken, dass sie auf den Safe kommen. Jo, ich hab noch 9 Jumps bis zu euch. Ich bin auf dem Weg. Jo. Und dann nehmen wir Katja. Hm? Du darfst das Wurmloch auf 5000 umkreisen. Achso, oh, dann muss ich mal zurück. Jo. Und die anderen können sich an beliebige Punkte verkrümmeln und dann erstmal eine Runde chillen. Und unser Hunter kann ja hier im Low-Sec mal gucken, da gibt's eine Pocket, die ist relativ interessant, weil da öfter auch mal Carrier tatsächlich umhereiern. Nach oben durch, sagst du? Wenn unser unser Hunter kommt hier zu uns in, nach durchs Wurm noch durch und dann hier im Wurm im Losek Incarnate. Und zwar. Hätte die Post erfunden, hatte er, sollte echt sterben. Aber nur heute. Nur heute. Und zwar, Kani, kannst du dir KB-Key und dann diese ganze Pocket dir dann mal angucken? Das ist nicht so weit weg jetzt hier. Ist nicht so ein Ice-Mining-System und da sind öfter mal welche da unterwegs. Genauso in der ganzen Pocket, so Irmalin, Ibani und so. Wenn du welche findest von Don't Tell Me Odds, kannst du es dann ansagen, weil die kann ich ganz gut leiden. Das sind die einzigen, wo ich sage, die braucht man nicht unbedingt hauptdroppen. Es sei denn, die wir erwischen die ganz blöd. Mit irgendeinem Carrier im Welt. Ja, runtergelassenen Hosen quasi. Ja, wenn sie mit runtergelassenen Hosen da stehen, dann bestrafe ich sie, aber ansonsten, wenn die so irgendwie dabei sind, dann können wir Don't Tell Me Odds auf jeden Fall in Ruhe lassen. Zumal die gut organisiert sind. Magst du mir kurz einen Link schmeißen für die Systeme, wo ich danach hin soll? Ich link dir einfach KBG und dann siehst du ja auf Dotland, das ist eine ganze Pocket.
und einfach nur diese Pocket ein bisschen angucken, weil um die Uhrzeit müsste so langsam da unten aktiv werden. Wobei du dir Kabeki so sogar ersparen kannst, weil da ist gerade keiner in Space, aber Irmalin und Ibani in der Pocket. Ah, okay. Na, nun spring auch mal, du blödes Vieh. Schon dreimal drauf gedrückt. Oh, du findest jetzt normale Sites in Wurmlöchern. Ja. Ich wollte doch sagen, hier Blood Raider und Serpentis in einem System? Ja, die kann man da auch finden jetzt, aber ganz selten. Hat sich echt ein Typ Hidden Complex genannt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Ende machen wir auch wieder in Shamemi, würde ich sagen. Weil dann können wir da die Schiffe gleich lassen, wenn wir wieder mal formen wollen. Vielleicht können wir nächstes Wochenende nochmal machen. Wenn er Bock hat. Wenn du Bock hast? Ich hab immer Bock. Wenn der Hager arbeiten ist? Wenn der Hager arbeiten ist, dann machen wir auf jeden Fall nochmal so eine Flotte, würde ich sagen. Oh, ist das fies. Vor allen Dingen, der ganze Stream wird ja aufgenommen. Ich link ihm den und dann kann er sich den alles angucken und dann hört er genau diesen Kommentar dann nach 3 Stunden. Vor allem, wenn er sich das 3 Stunden lang reinziehen, wie wir hier rumlabern und nichts machen. Wir können ja auch. Ah, er wird ein bisschen umher. Ja, auf Arbeit nichts Besseres zu tun hat. Ja, er meint doch eh Eis auf Arbeit. Deswegen. So, so. Wir können ja alle mal sagen: Hallo, Hager. Hallo, Hager. Hallo, Hager. Ich meine, denke ich, ich habe einen Berufsspiel wie ein Frachter mit dem Ding hier. Wo ist denn Rico eigentlich? Ach, da. Zwischen den beiden Orangenen im Lokal. Tja, perfekt versteckt. Sandwich. Ja. Mensch, ich bin ja eigentlich gar nicht so doof, ne? Ich bin denn mal wieder nach Kino reingesprungen und hab geguckt, ob die andere Signatur ein Wurmloch ist. Und sie ist ein Wurmloch. Jetzt fliege ich mal durchs Highsec in das Wurmloch. Da hab ich da mehr Glück. Sehr schön, komm, du machst mit uns gleich sonst was für eine Odyssee und dann landen wir direkt auf dem Rutting Carrier mit einem Fit von 2 Milliarden, wovon 1,5 Milliarden droppen. Würde ich spontan echt gut finden, muss ich sagen. Und ich wette, ich verpasse dann den Drop, weil dann klingelt es genau an der Tür und meine Pizza ist da. Ich merke auch, dass ich langsam müde werde. Ich mich gewundert, dass ich gerade nichts auf dem D-Scan habe. Also auf 5 Grad ist das sehr unwahrscheinlich wahrscheinlich. Ja, ich würde mir Sorgen machen, wenn du denn plötzlich schon direkt was drauf hast. Ah, oh, hier haben so 5 Leute. Oh, wie schießt denn auch ein Interview zu sehen? Und Zünderbeine, der Devil ist da. Und noch ein paar Indies. In wo? P3. Ach, du bist immer noch auf der Seite. Ja, oh Mann, ich kann auch unseren Hunter nicht einfach blind hier reinhüpfen lassen. Ah, clever, clever. Ja. Vielen Dank. Für die Blumen. Guck mal, wir passen sogar hier auf dich auf. I'm feeling it. Jetzt bohrt doch schneller, du Scheißding. Gott. Na, wie viele Sprünge hast du noch? Gefühlte 20? Gefühlte 20, geschriebene 4. Ah. Ja, und dann hast du nochmal 7 Sprünge nach Ivani. Ist einer von euch gedockt? Nö. Aber wenn er docken wollt, könnt ihr auch docken. Wir müssen nicht im Space. Also, wenn du Bock hast? Ich will wissen, ob die Neuz alle gedockt sind. Wahrscheinlich. Du wolltest doch nur wieder eine Mining Barge abschießen. Oh, ein Leut ist raus, der war auf jeden Fall.